Hallo, und mit diesem Gesicht melde ich mich zurück zu einem nächsten Part von Let's Play Arcania Gothic 4. Boah, richtig zum Anbeißen. Nee, wurde ja doch nicht. Hey du, kannst du mir helfen? Bei was soll ich dir helfen? Ich komme von der Burg. Eigentlich bin ich Händlerin, aber in der Not helfe ich den Verwundeten. Ich wollte die Waldläufer um einen Gefallen bitten, aber ich kann sie nirgends finden. Ja, hier ist ziemlich wenig los. Um was für einen Gefallen handelt es sich? Wir brauchen Heilnüsse für die Verwundeten. Jemand muss die Wildschweine im Südosten des Waldläuferlagers jagen und ihnen die Heilnüsse aus den Mägen schneiden. Kill 10 Wildschweine. Die Wildschweine hier fressen eine Nussart, die über Heilkräfte verfügt, aber für Menschen giftig ist. Lol. In den Mägen der Schweine verschwindet das Gift. Deshalb können wir nur Nüsse aus Wildschweinmägen gebrauchen. Aha. Wenn du mir hilfst, werde ich dich belohnen. So ein halbes Dutzend Nüsse wäre gut. Ich gehe jetzt zurück in die Burg. Komm. Ja, ist gut. Also, ja, was hast du noch für Waren? Ich möchte mal was zusammenschmieden. Was ist denn das? Runde des Erdstoßes. Keine Ahnung. Wow, die hat viele Tränke. Aber halt mal. Ja, wir verkaufen das mal. Oh, schon 1000 Gold. Nicht schlecht. Wir brauchen eigentlich nicht so wie teuer ist 200 ein Stück. Oh, zu teuer. Na, kaufen wir ein paar solche. Ist nicht so teuer. So. Das ist auch gut. Also, Wildschweine töten, zum Schlachtfeld gehen. Okay. Und im Norden sollte das Schlachtfeld sein. Und vielleicht treffen wir da ja vielleicht einige Orks. Aber vielleicht finden wir was in diesem Haus, in der Kiste oder so, mit einer tollen Waffe oder einmal ein Rezept für eine Armbrust. Okay, ich habe schon 4 Stück von der. Brauche ich nicht noch mehr. Oder braucht nicht zum Anlegen, sagen wir so. Ja, okay, hier gibt es nichts mehr. Ich habe vergessen zu speichern, falls das Spiel wieder irgendwie ein Standbild hat. Möchte ich nicht nochmal hier alles spielen, was ich schon gespielt habe. Das ist mir jetzt dreimal passiert. Standbild, vergessen zu speichern, nochmal alles spielen. Und ja, besonders, das ist mir schon zweimal passiert, als ich aufgenommen habe, und dann vergeht mir immer die Lust zum Weiterspielen. Das ist einfach so. Das ist scheiße. Auf Deutsch gesagt. So, und hier schaut jemand der Wäsche zu, wie sie trocken wird. Aber ich habe das Gefühl, es regnet jetzt und dann bald. Würde ich die reinnehmen, du Mann mit Totenschädel. Hey du, hör mal zu, hör mal zu. Oh mein Gott, ein Psychopath. Ich brauche meine Pilze für meine Experimente. Pilze? Experimente? Drogenpilze, was redest du da? Ich werde es dir erklären, wenn ich die Pilze habe. Geheimnisse der Alchemie werde ich dir verraten. Dich einweihen. Nee, ich will nicht so werden. Was treibst du hier überhaupt? Forschungen, Studien, Experimente. Einst habe ich in der Burg gelehrt, aber dort will man den alten Alzar nicht mehr. Und das fragst du dich noch? Nee, ich frage also mal nicht. Also sprich, um was für Pilze geht es? Rutenmorcheln. Sehr seltene Pilze. Sie brauchen Blut, frisches Blut, um zu wachsen, zu gedeihen. Doch halt! War da nicht die Schlacht? Ah ja, ist klar.
dort. Okay, da muss ich eh hin. Wenn du weißt, wo sie sind, hol sie doch selbst. Goblins! Nein. Das niedere Getier will mich nicht lassen. Wenn ich irgendwo über deine Leichenpilze stolpere, bringe ich dir welche. Nicht Leichenpilze. Totenmorcheln. Totenmorcheln. Ich würde sagen, ich mache aus dir einen Totenmorcheln oder... Ja, okay. Hey, was habe ich gesagt? Es regnet. Ha. ja, Richtung Norden. Zum Schlachtfeld. Und ich nehme jetzt mal an, hier kommen gleich einige Goblins auf mich zu. Ein gebrochener Baum. Okay. Und vorne ist schon irgendeine Quest, wie ihr auf der Minimap sehen könnt. Und ich denke mal, das schaut nach dem Schlachtfeld aus. Jo. Gehen wir mal hin. Und schauen da einfach mal was, wer das ist. Sind das Feinde? Nö. Oh, noch mehr Quests. Streitaxt. Cool, eine Streitaxt. 31 Nahkampf. Und noch einiges an Ausdauer. Naja, schauen wir mal. Was war das? Irgendwas Armbrust. Ja, wieder die... Was, so viele Quests? Kein Regen. Regen. Kein Regen. Regen. Ha! Geiles Wetter. Hier ist wohl gleich die Grenze zu Regen und nicht Regen. Regen. Aha. Okay. So viele Quests. Ja, okay. Geht es dir gut? Was treibt dich zu diesem Ort des Todes und der Trauer, Fremder? Tod und Trauer sind meine ständigen Begleiter. Was machst du hier? Ich bin Kaffee, der Großmeister der Waldläufergilde. Ich suche nach Überlebenden der Schlacht. Sieht nicht gut aus. Meine Leute haben einen hohen Preis bezahlt für ihren Eifer. Wenn ich doch nur meinen Neffen finden könnte. Deinen Neffen? Sein Name ist Kilian. Er ist seit der Schlacht verschollen. Ich kann dir bei der Suche nach deinem Neffen helfen. Hast du eine grobe Ahnung, wo er stecken könnte? Er muss irgendwo auf dem Schlachtfeld sein. Vielleicht ist er nach der Schlacht weggegangen. Bei uns Waldläufern im Lager war er nicht. Der einzige andere Ort weit und breit, den er kennt, ist das Holzfällerlager. Gut. Such du hier weiter, ich schaue bei den Holzfällern nach. Jo. Das wäre ich. Und die hat es von diesen Leichenpilzen. Sei mir gegrüßt. Die wachsen aber ziemlich schnell. Hier noch Paladinschild. Und, komm her. Hast du eine Standarte gesehen? Das silberne Wappen derer von Sitarif auf königsblauem Grund? Nope. Lass mich raten. Du bist Doran. Giltor macht sich Sorgen um dich. Giltor? Will er, dass du mich zurück zur Burg bringst? Genau. Das kannst du vergessen. Ohne die Standarte meines Herrn kehre ich nicht zurück. Niemals. Komm schon. Giltor hat zurzeit ganz andere Sorgen. Er wird dir wegen der Standarte keinen Ärger machen. Ich fürchte mich nicht vor Ärger. Was ist denn das Problem? Wenn ich ohne Standarte zurückginge, ich wäre entehrt. Na schön. Weißt du was? Ich helfe dir. Wo hast du schon überall nach der Standarte gesucht? Ich habe das Schlachtfeld zweimal durchkämmt. Sie muss hier irgendwo sein, begraben unter Tod und Asche. Vielleicht hat sie jemand entwendet? Wer sollte das gewesen sein? Die Goblins. Die Goblins? Ja, die Goblins. Sie haben die Leichen geflattert und die Verwundeten getötet. Erst mit den Dienern des Kastellans an unserer Seite konnten wir sie vertreiben.
Such du hier weiter. Ja, so viele Biester. Sie haben ihre Höhlen im Osten von hier. Sei aber vorsichtig. Ja. Sind wirklich spitz. Suchen wir hier noch. Rostiges. Brauche ich nicht. Schon wieder so solch eine Armbrust. Pilz. Autsch. Schönes Schicksal. Naja, immerhin ein schneller Tod. Ein Totenschädel. So, okay, was machen wir? Sammeln wir noch ein paar mehr ein. Vielleicht können wir die auch noch brauchen. Ah, das ist heftig, ey. Eine Axt. Die Beine sind irgendwie weg und Flammenberge. Das sieht auch echt toll aus, ne? Ja. Hat ein cooles Modell. Aber leider nicht gut. Das ist blöd. Okay, also. Hier habe ich keine Quest mehr. Das heißt, ich muss diesen Idioten da. Also erstens mal diesen Typen da finden. Dann muss ich diese Standarte da finden. Ja, super. Wieder das typische Rollenspiel-Element. Die Quest. Irgendwas ist hier vergraben. Faust des Art und Faust des Art und ich. Ja, erstmal lesen, was die macht. Sehen, wer die Waffe mit jedem Schlag wahrscheinlich für 66% hat, den Gegner durch eisige Kälte findet und auf 6. Bam. Ja, okay, es hat eine ziemlich hohe Chance, dass der Gegner verlangsamt wird. Und wir werden erstmal ausprobieren, ob es überhaupt irgendwas nützt. Obwohl das hier gleich ein Magier, der wird mich wohl nicht im Nahkampf bekämpfen werden. Ah, ich. Armbrust ist blöd. Nee, wirklich. Obwohl, die macht doch recht gut Schaden. Muss ich mit Bedauern sagen. So, dass ich sie nicht auswechseln möchte. Komm. Also den Weg zu den Goblins haben wir gefunden. Ah ja, ich kann ja ein Schild wieder anlegen, stimmt. So, welches ist das beste Schild? 50, 48, 12, 30, 8 Mana. Ja, das ganz normale Schild ist wohl doch das beste. Und ich spiele übrigens auf schwer für die, die es nicht wissen oder so. Also schwer ist schon anspruchsvoll, weil ich habe es schwer genommen oder besser auf schwer gewechselt, weil es wirklich zu einfach ist. Auf normal. Also falls ihr das Spiel euch kauft und ihr wenigstens ein bisschen eine Herausforderung wollt, dann empfehle ich euch gleich sofort von Anfang an auf schwer zu stellen, weil ansonsten findet ihr keinerlei Herausforderung. Ah, komm, ich möchte einen. Ja. Nein. Oh mein Gott, ist das knapp. Schön. Die geheime Zutat. Ach so, ja, das könnten wir zurückgeben eigentlich, aber nö. Jo, das war's wieder
mit diesem Part. Ich hoffe, ihr schaltet mit dem nächsten wieder ein. Das wird wohl, denke ich mal, morgen wieder sein, also dem 17. Und bis dahin viel Spaß und ja, auf Wiedersehen.